In diesem Video zeige ich dir, wie die Gruppen funktionieren und was du hier findest. Die Gruppen stellen vor allem die Handlungsfelder des Netzwerks dar, also zum Beispiel Arbeitsmarktintegration oder Spracherwerb. Du findest hier aber auch die Bereiche Open Mic und Dokumente, aus dem schlichten Grund, dass diese beiden Bereiche aus technischen Gründen auch eine Gruppe sind. Es gibt geschlossene und offene Gruppen, die beiden letztgenannten, Dokumente und Open Mic, sind offene Gruppen, da diese für jeden relevant sind. Die Handlungsfelder jedoch sind geschlossene Gruppen, das heißt, wenn du in einem dieser Bereiche tätig bist, kannst du hier einen Zugang beantragen. Du wirst dann von den Administrationsteams zugelassen und kannst danach auf die Gruppe zugreifen. Ich zeige das am Beispiel Arbeitsmarktintegration, in dem ich jetzt Mitglied bin. Hier findest du jetzt verschiedene Funktionen, die du hier in dieser Leiste siehst. Du kannst sehen, wer Mitglied ist. Du kannst Diskussionen erstellen. Im Bereich Neuigkeiten tauchen alle Aktivitäten in der Gruppe auf. Es gibt verschiedene Dinge bis über Dokumentenbereich, der für die Gruppe noch einmal wichtig ist. Hier kannst du also Dokumente hochladen, die genau dieses Handlungsfeld betreffen. Beachte dabei bitte auch die Regeln zum Dokumente hochladen. Das erzähle ich im Dokumentenbereich. Weiterhin kannst du auch Nachrichten in der Gruppe versenden. Und du kannst oder ihr könnt als Gruppe Zoom-Meetings veranstalten. Das Zoom-Meeting kann der jeweilige Organisator der Gruppe, den das Administrationsteam ernennen kann, erstellen.